Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrte Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich bin heute hier, um den Antrag Soziales Entschädigungsrecht an heutige Anforderungen anpassen, der von den Koalitionsfraktionen eingebracht wird, vorzutragen. Ich bringe ihn ein und begründe ihn. Und unser Antrag zielt darauf ab, dass gerade schnelle und zielgesicherte Hilfe an Opfer von Gewalt und Terror gebracht werden kann. Derzeit aktuell sind es zahlreiche Rechtsgrundlagen, Gesetze und auch Verordnungen, die das soziale Entschädigungsrecht in Deutschland normieren. Es gibt das Bundesversorgungsgesetz, es gibt das Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz und zahlreiche Verordnungen, die in diesem Bereich angeführt werden müssen. Das Bundesversorgungsgesetz, welches 1950 in Kraft trat, hatte zum Ziel, die Versorgung der Kriegsbeschädigten, ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen zu sichern. Das Opferentschädigungsgesetz, welches 1976 in Kraft trat, hatte zum Ziel, diese Entschädigung auch auf die Opfer von Gewalttaten auszudehnen. Der Grundsatz, der Staat sorgt für seine Bürger, hat hier weiterhin Bestand. Ich würde jetzt gerne den Weißen Ring zitieren und freue mich auch, wenn ich das von der Stelle hier machen kann, auch im Namen, denke ich, aller Kolleginnen und Kollegen, Gerhard Mühlenbach als Vorsitzender des Weißen Rings Saarlands begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Der Weiße Ring ist ein unerlässlicher Partner, gerade in der Frage, was Opferentschädigung, Diskussion, auch Umsetzung letztendlich bedeutet. Also ich zitiere den Weißen Ring an der Stelle. Er, das ist der Bund, kümmert sich darum, dass Sie, die Bürger, also eine bestmögliche Heilbehandlung erhalten, damit Sie genesen können. Er leistet Entschädigung, wenn die gesundheitlichen Folgen nicht ausheilen. Er gibt soziale Sicherheit für die Geschädigte und ihre Angehörige. Er sorgt für eine berufliche Rehabilitation, die den Menschen die Chancen auf berufliche Entwicklung zurückgeben, die sie durch die Tat verloren haben. Wenn dies nicht möglich ist, gewährt er Ausgleich für die beruflichen Schäden. So die Werte, die auch letztendlich der Weiße Ring hier beschreibt. Die Bedarfe der heutigen Betroffenen, insbesondere Opfer von Gewalttaten, einschließlich der Opfer von Terrortaten, sind verändert und es heißt, sich nach diesen auszurichten. Auch der Gewaltbegriff, der im Bereich der Gewaltopferentschädigung verwandt wird, hat sich verändert. Er ist nicht mehr umfassend genug. Er berücksichtigt nicht, dass sowohl ein tätlicher Angriff wie auch eine psychische Gewalttat zu einer gesundheitlichen Schädigung führen kann. Die Reform der sozialen Entschädigung schafft eine grundlegend neue Struktur. Es wird zukünftig ab dem 01.01.2024, dann soll das neue Entschädigungsrecht in Kraft treten, in einem eigenen Sozialgesetzbuch, dem 14. Buch, geregelt. In der Bundesratsdrucksache wird ausgeführt, dass das Sozialgesetzbuch 14 berücksichtigt sowohl die veränderten gesellschaftlichen Entwicklungen im Recht der sozialen Sicherung. Die neuen Regelungen sind klar strukturiert, transparent und erleichtern den Ländern die Gesetzesausführung. Das Sozialgesetzbuch 14 tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft, sodass die Länder ausreichend Vorlaufzeit für die Umsetzung, insbesondere im Bereich der IT-Struktur, die auch hier wichtig ist, erhalten. Zweifelsohne, muss man auf der anderen Seite auch berücksichtigen, geht natürlich die Zahl der Kriegsopfer und ihrer Hinterbliebenen, das ist demografiebedingt auf der einen Seite stark zurück. Und die eigentliche Zahl der Berechtigten im Bereich der Entschädigung von Opfern einer Gewalttat wird sicherlich tendenziell zunehmen. Die Reform sieht vor, Entschädigungszahlungen wesentlich zu erhöhen. Durch eine verpflichtende gesetzliche Grundlage für Traumaambulanzen und für ein niedrigschwelliges Verfahren betreffend die neuen Leistungen der schnellen Hilfe soll erreicht werden, dass mehr Betroffene die Leistungen der sozialen Entschädigung in Anspruch nehmen. Bisher waren die Opfer psychischer Gewalt außen vor. Erstmals sollen Opfer von psychischer Gewalt
wie zum Beispiel Opfer von schwerem Stalking oder auch von Menschenhandel, eine Entschädigung erhalten. Und auch die sogenannten Schockschadensopfer, das sind Dritte, die Zeugen einer Gewalt- oder Terrortat wurden, sollen einen gesetzlichen Anspruch auf Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht erhalten. Bereits vor dem 01.01.2024 sollen die Waisenrenten und die Bestattungskosten erhöht werden und die Leistungen für Überführungen verbessert und auch alle Opfer von Gewalttaten in Deutschland gleich behandelt werden. Und ich habe ja schon auf das Bundesversorgungsgesetz verwiesen. Das Leistungssystem des Bundesversorgungsgesetzes ist höchst ausdifferenziert und mit hochkomplexen Rechtsvorschriften in der Handhabung. Und es erklärt sich auch von selbst, dass gerade für einen immer kleiner werdenden Kreis von Betroffenen es natürlich einen wahnsinnigen Aufwand betrachtet, dieses weiter vorzuhalten. Von daher, das neue Recht der sozialen Entschädigung soll einen bürgernahen Zugang zu den Leistungen gewähren, eröffnen. Dies dient auch dann letztendlich dazu, dass es zu einem größeren Teil, größeren Menge von der Bürger bekannt werden wird. Die neue anwenderfreundliche Ausrichtung des neuen Sozialgesetzbuch 14 soll eine hohe Qualität der Durchführung des sozialen Entschädigungsrechts sichern. Es gibt zwar die neue Struktur des sozialen Entschädigungsrechts, aber wichtige, gute Leistungen bleiben erhalten. Ich möchte hier nur einige anführen, auch das, denke ich, gehört in dieser Diskussion dazu. Geschädigte erhalten eine umfassende Heilbehandlung und eine umfassende berufliche Rehabilitation. Geschädigte erhalten weiterhin einen Berufsschadensausgleich, der Entschädigung für verlorene individuelle berufliche Perspektive gibt. Eltern werden auch zukünftig eine Entschädigungszahlung erhalten und Schwerstbetroffene erhalten weiterhin erhöhte Entschädigungszahlungen. Das sind nur einige der Teile, die bleiben. Es bleibt auch der Grundsatz, dass die Gewalttat eine Voraussetzung sein muss und eine Gewalttat, die ein vorsätzlicher, rechtswidriger Angriff gegen eine Person ist. Das wird auch in Zukunft dazu führen, dass es durchaus immer wieder Einzelfälle geben wird, die nicht in den Leistungsbereich des Sozialgesetzbuchs 14 gelangen werden. Es wird durchaus möglich sein, dass ein schuldunfähiges Kind, Kinder sind bis 14 Jahre schuldunfähig, wenn es in einer Handlung, die dann eine Gewalttat sich darunter subsumieren lässt, allerdings eine Gewalttat, die einem anderen Kind zum Beispiel einen derartigen Schaden zufügen kann, dass gesundheitliche Schädigungen für ein Leben lang vorhanden sind, dann wird es kein Fall für das Sozialgesetzbuch 14 werden. Das ist in dem Moment, ist das so. Da wird man zivilrechtliche Ansprüche weiterhin bedienen müssen und die auch nutzen können, aber ein eigentlicher Anspruch wird es hier nicht geben. Das würde, ich denke, weiß noch nicht, inwieweit das in der Diskussion, ich möchte es an der Stelle nochmal erwähnen, vielleicht wird es auch in der Diskussion, die auch folgen wird, nochmal Einklang finden. Wir haben ja den Grundsatz, wer einen gesundheitlichen Schaden erleidet, für dessen Folge die Gemeinschaft einsteht, der hat Anspruch auf eine Versorgung. Man müsste halt in diesem Rahmen nochmal vielleicht an eine Diskussion geben, aber es ist eine Schwierigkeit, weil nun mal die grundsätzliche Voraussetzung der Gewalttat gegeben ist und auch der Vorsatz letztendlich erforderlich ist. Schuldunfähigkeit, da müssen wir auch über Fahrlässigkeit und entsprechend weitere Punkte diskutieren. Lassen Sie mich noch zum Ende ein paar wichtige Neuerungen noch mal zusammenfassen. Also ganz wichtig, Opfer schwerer psychischer Gewalt sollen Leistungen erhalten. Genauso wichtig, ich habe es noch nicht erwähnt, Partner in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sollen besondere therapeutische Leistungen und Unterstützung bekommen. Zukunft soll es auch bei der Tatbegehung mit einem Kraftfahrzeug, das bisher ausgeschlossen war und reiner Haftpflichtschadensfall war, Entschädigungsleistungen geben. Und die Traumaambulanzen werden gesetzlich normiert und es wird ein flächendeckendes Angebot geschaffen und Opfer sollen einen Anspruch auf psychologische Frühintervention erhalten. Und die Entschädigungszahlungen sollen deutlich erhöht werden, habe ich schon gesagt, aber auch wichtig, denke ich, dass über den bisherigen Umfang hinaus diese nicht auf andere Sozialleistungen angerechnet werden können. Ich denke, alles zusammen
Die von mir genannten und die nicht genannten ebenso Teile der Reform des sozialen Entschädigungsrechts dienen dazu, Opfern von Gewalt und Terror und ihren Angehörigen entscheidende Verbesserungen bringen zu können, damit dann entsprechend die Hilfe auch genauso gut und schnell bei den Betroffenen ankommt. Ich bitte Sie hier an dieser Stelle um Zustimmung, damit auch das Saarland diesen Prozess, diese Diskussion entsprechend konstruktiv begleiten wird. Vielen Dank. Musik.